So, hallo und herzlich willkommen zu einem endlich anderen Minecraft-Video. Und zwar geht es über den neuen Snapshot. 12W36A, wenn ich mich nicht irre. Na, wenn ich mich irre, ihr seht es ja eh im Titel des Videos. Oder in der Beschreibung. Oder da, genau. Und ja, ich habe hier so verschiedene Stationen aufgebaut. Da werde ich euch versuchen, das Wichtigste zu erklären. Also fast alles erklärt. Also gut. Station 1. Eine Kiste. Ein Item. Ein Spawn Egg. Nun ist es auch so, dass... Na komm, geh rein. Irgendwie willst du gerade nicht rein. Du? Ja, yeah, sei geil. Yeah. Ah ja, okay. Seht ihr? Sie teleportieren sich. Also sie können, Tiere können, also Mobs können jetzt auch die Netherportale benutzen. Na, komm schon. Dass man auch jetzt einmal den Balken sieht. Richtig schade. Müssen sie noch fixen. Ja, komm schon. Und was steht hier? Unser Schaf. Sehr cool. Haben sie sehr realistisch gemacht. Wenn ich jetzt noch was sehen könnte? Ey. Oh, ich bin unter dem Netherportal wieder rausgekommen. Entwickler, Park. So, damit habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Okay, kommen wir zu Station 2. Dazu brauche ich ein Schwert. Ich schaffe Zombie. Ich glaube, ich bin noch in Peaceful, oder? Ja. So, mal sehen, ob das jetzt. Na, spawn, drop schon das, was ich will. Droppen sie eben nicht. Okay. Dann ist es wohl doch noch nicht so bekannt, aber naja, Zombies droppen jetzt. Na, ah, da ist es. Also diese Kartoffeln und Karotten. Na, Karotten weiß ich nicht, aber Kartoffeln bestimmt. Aber zu den Kartoffeln und Karotten, da kommen wir später nochmal dazu. Jetzt erstmal Station 3. Es gibt jetzt Cobblestone-Wände. Diese fungieren wie der Zaun, Holzzaun oder ähnliches, und gibt es in Mossy Cobblestone und normalen Pflasterstein. Also Cobblestone. Ja, okay, kurzes Break. Und jetzt geht's weiter. Ja, das ist alles schon, sagen. Sie connecten auch untereinander und connecten auch mit Blöcken, wenn ich das hier mal zeigen kann. Hier, connecten auch mit Blöcken. Und finde ich sehr cool, weil man, also sehen besser als Zaun aus, wenn man ein Gebiet abgrenzen will. Und etwas, auf das ich schon lange warte. Auf das ziemlich jeder schon lange wartet. Station 4, es gibt jetzt Ecktreppen. Dürfte ich mal kurz demonstrieren, wie die gemacht werden? Danke. Dasselbe funktioniert auch über Kopf, ne? Wie oft ist das euch schon vorgekommen? Ihr wollt oben oder unten an den Seiten jeweils mit Treppen abgrenzen und dann passiert euch eine Ecke. Und nun war es bisher so, dass hier dann immer so eine Lücke war, weil die Treppen sich nicht connecten haben. Nun, jetzt connecten sich die Treppen. Und das finde ich sehr cool. Und außerdem kann man dann auch so coole Bushaltestellen, Zeugdings da, Bums da, wie man es auch immer nennt, machen. So, denke halt. Das funktioniert auch über Kopf. Und ja, man kann halt sehr lustige Dinge damit machen. Hier mal ein Gebilde, das man vorher nicht machen konnte. Musst du gerade was gucken. Ja. Station 5.
Es gibt jetzt Bilder, Item Frames. Hier Diamantspitzhacke. Ihr seht schon den Sinn. Also man kann sich so ein Bild, also dieses Bild, Bilderrahmen, an die Wand kleben und da mit dem Rechtsklick mit dem Item drauf. Wenn da nicht schon ein Item drin ist, würde es jetzt da drin sein. Moment, ich mache mal kurz weg. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht, nein. Verdammt. Hier Item Frame. Kann man sich so an die Wand machen und kann damit Rechtsklick mit jedem möglichen Item drauf machen. Dann ist es da drin. Kann man auch drehen. Und ja, da war halt vorher eine Spitzhacke drin. Hier unten drunter ist eine Kiste, das heißt, hier ist auch eine Spitzhacke drin. Ihr seht schon, was für ein Zweck das hat. Außerdem auch Kompass. Ups. Zeigt nicht immer in dieselbe Richtung. Wie ihr seht. Uhren funktionieren. Jetzt kann man auch, sich auch Uhren an die Wand heften. Da weiß man immer, wie spät es ist. Das finde ich sehr, sehr cool. Und Maps. Diese sind jetzt detaillierter. Also auch in der Hand, jetzt nicht nur hier in diesem Item-Frame. Und das grüne Ding ist, wo sich die Map genau befindet. Und ich glaube, wo sich andere Maps noch befinden. Hoffe ich mal, dass ich euch jetzt keinen Schmarrn erzähle. Und animierte Items, wie verzauberte Items, die Animation ist leider nicht mehr zu sehen. Leider. Wäre cool, wenn das noch kommen würde. Okay, kommen wir nun zu Station 6. Blumentöpfe. Wie lange habe ich darauf gewartet, dass endlich mal etwas Dekoratives rauskommt? Etwas, das auch realistisch ist, das man fast in jedem Haushalt findet, das einfach nur gut aussieht. Und nun sind sie da, die Blumentöpfe. Hier habe ich mal alle Items aufgelistet, die man in die Blumentöpfe rein kann. Also alle Sapling-Arten, alle Pilzarten, also rote und gelbe Blume, toter Busch, den Farn, das Gras leider nicht, das normale Gras, habe ich schon ausgesucht, und Kaktus. Nach meinem Wissensstand sind das die einzigen Pflanzen, die man da bisher rein tun kann. Ein weiterer Aspekt sind Falltüren. Diese kann man jetzt nicht nur so, sondern auch so an Blöcke heften. Das hat den Vorteil, es soll ja wirklich Spieler austricksen oder Mobs. Und wenn die dann da drüber laufen, also Spieler, und wenn wir da drüber laufen, dürfte ich mal das ganz kurz demonstrieren. Bisher war es so, dass sie dann so waren und wenn man dann reinfällt, dann springt man aus Schreck wieder raus, dann ist die ganze Falle verdorben. Aber so bemerkt man nichts, wenn man keinen Blick an die Umgebung verschwendet und dann kann es passieren, dass man so reinfällt. Also, na gut, muss da etwas gefixt werden, denn nur wenn man langsam läuft, fällt man rein. Na. Da gibt es auch noch Verbesserungen, aber hey, cooles Feature. Station 6 beschäftigt sich jetzt wieder mit den Karotten und mit den Kartoffeln, die irgendwie nicht wachsen wollen. Ich habe die vor 3 Minecraft-Tagen eingepflanzt, jetzt wachsen sie immer noch nicht. Jetzt benutze ich aber Bone Meal, Knochenmehl. Das sind die Kartoffeln und das, ach, die sind schon ausgewachsen. Und die Karotten. Ich bin jetzt im Creative Moment, slash Game Mode. Null. Wenn die jetzt aberntet, kriegt man nicht unbedingt wenige raus. Also, auch sehr cool. Okay, Stationen. Also, eine Karotte gibt zwei. Er gibt zweimal Hunger. Also zwei Hungerdinger hier in der Hungerleiste voll. Wie verrottetes Fleisch. Das hier. Und Kartoffel halt nur wie Keks ein. Und auch gut für Adventure Maps ist auch diese kleine Neuerung, dass es jetzt auch hölzerne Knöpfe gibt. Und wenn man jetzt da einen Pfeil da drauf schießt, wie dieser Pfeil aktiviert. Dieser Knopf aktiviert. Dasselbe funktioniert auch mit Holz Pressure Plates, also Druckplatten. Die werden auch aktiviert. Sehr gut für Adventure Maps und für kompliziertere Mechanismen. Bei Steinknöpfen und Steindruckplatten ist es allerdings nicht so.
Okay, das war es eigentlich schon zum größten Teil. Es sollen noch Farbrüstungen kommen, aber da habe ich jetzt nichts dazu gefunden und ich weiß auch nicht, wie man die macht und so weiter. Also lasse ich das jetzt aus. Ihr könnt ja mal selber nachgucken. Ich will euch ja nicht den ganzen Spaß verderben. Also, dann Download Link in der Beschreibung. Ja, dann ich hoffe, ich konnte euch informieren und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Und ich schieße jetzt noch ein paar. Oder auch nicht. Oder ich schieße keine Creeper ab. Okay. Also dann, bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.